Vom Ergebnis von 753 Millionen Euro bekommt die Republik Österreich 508 Millionen Euro als Gewinnanteil, 188 Millionen Euro als Körperschaftssteuer, also insgesamt 696 Millionen Euro. Dazu kommt aber noch, dass wir unsere Rücklagen um 350 Millionen Euro erhöhen konnten. Wenn ich nun die Republik insgesamt betrachte in den letzten 10 Jahren, so hat von 2005 bis 2015 die Republik Österreich von der Österreichischen Nationalbank über 3 Milliarden Euro erhalten. Wir sind damit sicher eine der ertragsstärksten Beteiligungen des Bundes.